Was sollte man bei einer Stichwunde tun, egal ob bei einem selber oder bei jemand anderem? Stichverletzungen kommen in Deutschland leider immer häufiger vor. Sollte man selber oder jemand anderes eine solche Verletzung besitzen, hier ein paar Tipps, was man tun sollte. An allererster Stelle steht natürlich professionelle Hilfe rufen. Es gibt keinen sicheren Ort am Körper, an dem man getroffen werden kann. Egal wo, es kann sehr schnell lebensbedrohlich werden. Im Weiteren kann man folgendermaßen vorgehen. Sollte es sich um eine Stichwunde handeln, bei der das Objekt immer noch in der Person steckt, sollte man dieses unbedingt stecken lassen. Man kann allerdings vorsichtig, wie im Video gezeigt, Verbandsmaterial um das Objekt herum anbringen, um dieses zu fixieren und die Blutung zu stoppen. Für alle generellen Stichwunden gilt, Druck auf die Wunde auszuüben. Hierdurch versucht man, die Blutung zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Je nach Verletzungsbild könnte man jetzt auch an Woundpacking denken, da sollte man aber schon wissen, was man tut. Ein weiteres Video dazu folgt ebenfalls. Wenn man all diese ersten Steps getan hat, sollte man nun versuchen, die Person warm zu halten und sie zu beruhigen. Wahrscheinlich wird man immer noch am Telefon mit den Rettungskräften sein, diese sollte man natürlich auch regelmäßig über den Zustand der Person updaten. Kleiner Tipp am Ende, falls ihr sterile Handschuhe besitzen solltet, diese natürlich immer anziehen bei starken Blutungen.